Holzfertighäuser sind im Trend. Allein im letzten Jahr waren fast 40% aller neu genehmigten Häuser in Baden-Württemberg Holzfertighäuser. Ihr wollt wissen, warum? Wir stellen euch 5 Vorteile von Holzfertighäusern vor. Nummer 1. Die Produktion ist witterungsunabhängig. Holzfertighäuser werden im Werk vorgefertigt. In riesigen Hallen entstehen komplette Grundskelette, aber auch komplette Wände inklusive Türen und Fenster. Diese Wandelemente werden dann auf die Baustelle gefahren und müssen dort nur noch zusammengesetzt werden. Dazu reichen wenige Tage. Das heißt, euer Hausbau ist nahezu unabhängig von Regen, von Sturm, von Schnee oder von Kälte. Nummer 2. Die Kosten sind kalkulierbar. Die Fertighaushersteller bieten euch unterschiedliche Pakete an. Ihr könnt ein Ausbauhaus ordern, bei dem ihr selbst Hand anlegt. Oder ihr bestellt das Haus gleich so, dass ihr direkt einziehen könnt. Doch seid vorsichtig mit dem Begriff schlüsselfertig. Der ist gesetzlich nicht definiert. Um herauszufinden, was jetzt wirklich dabei ist, schaut in die Bau- und Leistungsbeschreibung. Dort ist ganz verbindlich aufgeführt, was dabei ist und um was ihr euch selbst kümmern müsst. Toll ist auch, viele Fertighaushersteller bieten euch eine Festpreisgarantie. Auch wenn euer Haus erst im nächsten Jahr gebaut wird, sichert ihr euch damit den Preis von heute. Das ist besonders in Zeiten, in denen die Preise gefühlt stündlich steigen, sehr toll. Nummer 3. Es gibt nur einen einzigen Ansprechpartner. Wer baut, hat mit verschiedenen Gewerken zu tun, mit Architekten und mit Unternehmen. Und mit den meisten müsst ihr parallel kommunizieren. Wenn ihr mit einem Fertighaushersteller arbeitet, dann habt ihr in der Regel nur einen einzigen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Das spart euch Zeit, Nerven und Geld. Nummer 4. Ihr baut individuell. Müsst ihr jetzt denn das Haus genauso bauen, wie es im Katalog abgebildet war oder wie ihr es in der Musterhausausstellung gesehen habt? Nein, das müsst ihr nicht. Wenn ihr euch zum Beispiel für einen Haustyp entscheidet, habt ihr in den meisten Fällen immer noch die Möglichkeit, den Grundriss zu verändern. Ihr könnt Wände verschieben, ihr könnt Räume größer oder kleiner planen oder ihr könnt auch die Fassade komplett anders gestalten. Oder ihr entscheidet euch gleich für ein Architektenhaus. Das wird von Anfang an nur für euch geplant und gebaut. Nummer 5. Die Ökobilanz. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Die Bäume speichern CO2 in Form von Kohlenstoff ab und produzieren sozusagen als Abfallprodukt für uns lebensnotwendigen Sauerstoff. Toll ist auch, wenn man Holz verarbeitet, braucht das in den meisten Fällen weniger Energie, als wenn man andere Baumaterialien verarbeitet. Und auch die Entsorgung ist wesentlich einfacher. Wie sieht es bei euch aus? Plant ihr, ein Holzfertighaus zu bauen? Oder habt ihr es vielleicht sogar schon gemacht? Schreibt uns gern unten in die Kommentare. Euch gefällt das Video? Dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und hier findet ihr noch weitere spannende Videos von uns.